Ich bin Roland, Geschäftsführer von Verimi. Gemeinsam mit dem Dirk bilde ich seit 3,5 Jahren das Führungsteam bei Verimi. Was machen wir hier? Wir bieten Wallet-Lösungen für die digitale Identität. Das eine ist, dass wir ein Verimi ID Wallet anbieten zum Identifizieren, Authentifizieren, Unterschreiben und Bezahlen. Also im Prinzip geht es darum, den Personalausweis, einen Führerschein, weitere verifizierte Attribute in einer digitalen Brieftasche zu haben. Das bieten wir als eigenes Produkt an. Oder als sogenanntes Wallet as a Service, wo wir Bausteine und Module an Partner vermarkten. Die Idee zu Verimi kam letztlich von den Gründungsunternehmen. Verimi ist ein Multi-Joint-Venture der deutschen Wirtschaft. Gründungspartner sind Allianz, Bundesdruckerei, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, Deutsche Lufthansa und viele weitere Unternehmen mehr. Letztlich war die Idee, eine digitale Identität in Deutschland aufzubauen, um einerseits das Nutzererlebnis zu verbessern in digitalen Prozessen und andererseits die Effizienz in digitalen Prozessen für die Unternehmen zu verbessern. Ist insofern jetzt keine ganz neue Idee. Deutschland ist da auch nicht führend. Die Gesellschafter haben genau solche Modelle in anderen europäischen Märkten gesehen und wollten diese Lösung auch nach Deutschland bringen. Und daran arbeiten wir. Bei Verimi ist der USP letztlich, dass man sich aus einem Wallet mit 2 Klicks heraus identifizieren kann. Das heißt, ich habe meine digitale Identität in meinem Wallet, 2 Klicks und ich kann mich überall identifizieren und authentifizieren. Der USP ist letztlich, dass wir das Zulassungsverfahren des Bundesinnenministeriums erfolgreich absolviert haben, um Identitäten im Vertrauensniveau substanziell anzubieten. Das ist das relevante Verfahren für die öffentliche Verwaltung. Und auch im Geldwäschekontext nach Geldwäschegesetz können wir mit 2 Klicks die Identifizierung sicherstellen. Warum Berlin? Berlin ist, glaube ich, der Standort, wenn man im Bereich Deep Tech unterwegs ist. Einmal bezogen auf die Talente. Man findet sehr gute Mitarbeiter, sehr gute Teams hier in Berlin, mit denen man zusammenarbeiten kann. Für uns spezifisch war natürlich auch die Nähe zu Verbänden, Behörden, Ministerien sehr relevant. Wir haben hier kurze Wege, können uns einfach mal persönlich treffen. Gerade am Standort Berlin, wenn ich sage, hier sind viele Talente und gute Mitarbeiter verfügbar. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, das richtige Team von Anfang an zu bilden. Und da würde ich sagen, sollte man sich nicht drängen lassen, schnell irgendein Team aufzubauen, sondern die Menschen zusammenbringen, die auch gut zusammenarbeiten können. Und es braucht unter Umständen Zeit und ein gewisses Geschick, diese Teams zusammenzustellen. Vor allen Dingen dürfen wir gespannt sein auf die Umsetzung des IKFZ-Verfahrens, womit wir den Deep Tech Award gewonnen haben. Natürlich entwickelt sich der Markt sehr dynamisch. Im ID-Wallet-Bereich sehen wir gerade, dass eine Diskussion im Markt ist, was überhaupt die relevante digitale Identität ist, die in die Zukunft kommt. Wir haben im Moment großes Wachstum auf all unseren Verfahren und da wird sich in Zukunft entscheiden, welches wirklich das führende Verfahren ist. Und im Wallet-as-a-Service-Bereich sehen wir, dass der Gesundheitssektor gerade sehr stark in der Digitalisierung ist und wir gemeinsam mit unserem Partner Barmer dort eine relevante Lösung aufbauen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir im E-Health-Bereich weitere Lösungen aufbauen und aber auch in weiteren Sektoren, sei es Reise, Transport, Mobilität im Allgemeinen, diese Wallet-as-a-Service-Lösung verankern können.